Michael Leninger, Arno Delcourt hat seine Stimme versagt, glaube ich, langsam. Aber das gibt mir Gelegenheit, eine Frage zu stellen, die er Ihnen beantwortet hat. Ich meine, es ist schon ein bisschen surreal. Man kommt mit Applaus in die Hallen rein, nach einer 0-1-Niederlage am Vorabend, eine Laola-Welle während der Qualifikationsphase, Standing Ovation. Wie kommt es bei euch über? Also, es haben ja schon ein paar Rockstars gegeben hier im Hallenstadion. Aber, Ja, surreal ist, glaube ich, das richtige Wort. Eben, für mich ist es so sehr, manchmal sehr spannend und auch auf ein bisschen komisch. Also, es ist abgegangen diese Woche. Es war wirklich ein riesen Rummel um Arno, um die Mannschaft, um den Club. Aber schlussendlich bin ich sehr froh, wie heute die Mannschaft reagiert hat. Wir haben gestern schon Phasen gehabt, wo sie gut waren. Wir haben probiert. Und jetzt heute haben wir es wieder ein Stückchen verbessert, die Intensität noch ein bisschen steigern. Und von dem her, ja, es ist eine mega spannende Zeit natürlich. Wenn sich das Duo Delcourt-Leninger das optimale Bild vom ZSC würde ausmalen, wäre zum Beispiel das 2-1 und das 3-1 genau das? Ja, ich glaube, das 2-1 kommt nach das Hockey her, wo sich der Arno vorstellt und wo er mir auch klar aufzeigt, was seine Vision ist vom Hockey. Gut, wenn man ihn kennt, dann weiss man, die Vision hat er ja schon seit Jahren eigentlich. Das schnelle Hockey und schnörkellos und geradlinig aufs Goal. Und das war eigentlich das, was wir natürlich mehr sehen wollten, dass unsere Mannschaft gefährlicher macht, noch schlussendlich. Ihre Stimme ist noch tipptopp. Kommen Sie auch zu Wort? Ja, nein, ist kein Problem. Ja, ich bin doch, er lässt mich machen vor der Mannschaft und so. Ich habe letzte Woche ein bisschen verloren gehabt. Jetzt ist meine wieder zurück und übernehme ich da gerne für ihn, dass er sich ein bisschen schonen kann. Jetzt in den ersten paar Tagen hat man da gleich, muss man sich als Trainer oder als Trainer du auch ein bisschen zurücknehmen mit Inputs an die Spieler, dass die nicht plötzlich den Kopf komplett voll haben? Ja, das haben wir ein paar Mal diskutiert. Wir haben viele Sachen. Wir haben ein paar Sachen wollen lassen, oder? Es ist nicht darum gegangen, vor allem Intensität. Aber wir haben das Gefühl gehabt, gestern war es fast ein bisschen viel auch für die Spieler. Grundsätzlich haben wir dumme Entscheidungen getroffen. Wir haben zu viel wollen, sie zum Teil überaggressiv vorchecken. Und das ist jetzt heute schon viel besser gewesen. Und eben, man muss sich da ein bisschen finden, oder? Er hat seine Idee. Ich darf meine Sachen reingeben, die ich das Gefühl habe, sind wichtig, auch für die Jungs. Und so müssen wir es jetzt finden. Sicher auch wichtig war, dass wir jetzt mal den ersten Sieg so einfahren und jetzt geht es weiter. Am Montag wird weiter gearbeitet und dann schauen wir schon positiv vorwärts auf das Dienstagsspiel gegen Freiburg.